Sensibles. Mein Herrscher hat Kuchen gebackt. Ja, es gibt heute ganz besonderer Kuchen. Es gibt ein verschwundener Rababarakuchen. Ja? Ein verschwundener Rababarakuchen. Nicht ein versunkener, ein verschwundener. Das ist es so, ne? Da ist es so viel Teig und dazwischen ist ein bisschen Rhabarbera. Und wenn du Glück hast, erwischst du ein Stück Rhabarbera. Das ist ein Rhabarbera-Suchkuchen. Obwohl, der ist es so sauer, der Rhabarbera. Wenn du Glück hast, erwischst du Kästig davon. Das ist vielleicht ein klarer Kuchen. Mein Freundin hat gesagt, ja, Mensch, nicht, dass es ein bisschen wenig Rhabarbera ist. Nee, hat er gesagt, das reicht, ich habe halt eben kein anderer. Ja, hat sie gewinnt, Mädchen, noch keine Karfe. Ja, nee, das wollte er dann auch nicht. Er hat gesagt, im Rezept stehen 750 Gramm. Aber gut, er hat halt eben 4 Kilo Teig gemacht und 750 Gramm hat er nur. Ja, ne, jetzt muss ich mal suchen. Aber okay, gut, vielleicht sagen die Leute unfreundlich, sie sind, oh, ist der so fein. Oh, ich darf nicht lachen, ich esse hier gar keinen Kuchen. Ne? Ja, mir wäre ich Schnitzel lieber. Wenn es geht, bitte schön ungebraten. Okay, Freunde, ich erzähle euch mal, was die Leute gesagt haben zu dem Rhabarbera-Kuchen. Bis dann, tschüss, euer Merlin.